Was bedeutet denn der ESC eigentlich für dich? Du bist jetzt dabei und vertrittst 83 Millionen Menschen. Ja, lol, ey, geil. Scheiße. Okay, ja, stimmt, habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. 83 Millionen Leute vertrete ich. Witzig. Okay, ja, go on. Er vertritt Deutschland Ende Mai beim Eurovision Song Contest in Rotterdam und gibt dort seinen Song I Don't Feel Hate zu seinem Besten. Doch bevor er die große Bühne stürmt, stürmt er hier unser kleines Querformat, denn wir haben Jendrik exklusiv bei uns im Interview. Jendrik, herzlich willkommen bei Querformat. Schön, dass du dabei bist und dass du dir die Zeit nehmen konntest. Herzlich willkommen. I don't feel hate, ich fühle kein Hass, dein Song für den ESC 2021 in Rotterdam. Der Text klingt so ein bisschen nach einer unschönen Trennung, aber du hast die dennoch sehr humorvoll umgeschrieben. Woher hast du die Inspiration genommen? Es war eine Situation, in der ich respektlos behandelt worden bin. Also in dem eine Person irgendwie mich... ja, ohne Respekt behandelt hat, keine Ahnung, ich bin ein komischer Kauz, ich bin manchmal komisch drauf und dementsprechend werde ich auch manchmal behandelt, dass man mich nicht irgendwie ernst nehmen möchte. Und das war einfach eine Situation, in der jemand kacke zu mir war. Ja, und dann habe ich gesagt, was bringt dieser Hass dir jetzt gerade, Jendrik? Dir bringt es nichts, die Person zu hassen, weil dadurch fühlst du dich nur scheiße und der anderen Person bringt es nichts, weil dadurch lernt die Person nichts. Und dann kam die Inspiration für den Song her und dann habe ich gesagt, daraus mache ich einen Song. Und dass der es jetzt zum ESC geschafft hat, hättest du das dir träumen lassen? Never, ever, ever in my life hätte ich das gedacht. Nee, das hätte ich nie gedacht. Also, es war natürlich die Hoffnung, ne? Als ich den Song geschrieben habe und habe ich dann gesagt, boah, der Song, das ist ein ESC-Song, damit will ich mich bewerben. Aber nachdem ich ihn geschrieben habe, also ich habe jetzt nicht für ESC geschrieben, nachdem ich ihn fertig hatte, habe ich gesagt, komm, der muss zum ESC. Nicht nur der Song ist ja besonders, sondern auch dein Musikvideo. Von der Idee bis zur fertigen Produktion vergingen ja nur wenige Wochen. Und du hast es ja auch regelmäßig auf TikTok den Leuten gezeigt, hast immer so jeden Tag so verschiedene Parts gemacht und dann gesagt, hier, heute ist das, morgen ist das. Und da schauen wir jetzt mal ganz kurz rein, wie es da überhaupt anfing. How to make ein Musikvideo, wenn du so gut wie kein Geld hast, aber einen catchigen Song und dich gerne beim Eurovision Song Contest mitbewerben würdest, weil du da unbedingt mal auf der Bühne stehen willst. Part 1. Zuerst mieten wir uns ein billiges Filmset. Zu teuer, zu teuer, zu teuer, zu teuer, zu teuer. Okay, wir mieten uns kein Filmset, wir machen selber eins. Aber was? Vielleicht finden wir bei eBay Kleinanzeigen Inspiration. Waschmaschine? Eine Waschmaschine? Eine Waschmaschine! Okay, Inspiration gefunden, wir bauen uns einen Waschsalon. Im Kellerraum einer Kirche, die sowieso gerade leer steht. Wie viele Waschmaschinen braucht man dafür? So circa 8? Also schreiben wir bei eBay Kleinanzeigen alle möglichen Leute an, die ihre kaputte Waschmaschine verschenken wollen. In der Hoffnung, dass jemand antwortet. Yay! Tourplan oder Fragen fürs Tragen und los. Wichtig, zwischendurch immer wieder zweifeln, ob du nicht deine ganze Zeit wastest und das alles hier umsonst ist. Danach holst du 4 weitere Waschmaschinen, sodass du jetzt 12 hast. Dann siehst du die ganzen Waschmaschinen im Raum und kriegst noch mehr Zweifel, ob das für eine geile Idee war. Also holst du noch einmal 6 Waschmaschinen, sodass du letztendlich 18 kaputte Waschmaschinen besitzt. 18 Waschmaschinen im Keller einer Kirche. Wie lange hat denn das gedauert, bis du die Location gefunden hast und bis dann letztendlich denn auch das Set so war, wie es dann im Film auch zu sehen ist? Also die Idee für das ganze Ding hatte ich, glaube ich, irgendwie im März oder April. Da habe ich die Idee bekommen und dann habe ich Ende April, Anfang Mai angefangen, alles zusammenzusuchen und Freunde zu fragen und habe dann bis August, irgendwie Mitte Juli stand dann das Set, da hatte ich dann alle Waschmaschinen zusammen und alles, was ich brauchte für all diese verschiedenen Szenen. Und gedreht haben wir das Ding dann in einer Woche. Also wir haben wirklich, wenn man ein No-Name ist, also wenn man kein Geld hat, kein Fame, dann muss man halt alles selber organisieren. Das heißt, wir haben innerhalb dieser Woche wirklich selber dieses Filmset pro Tag zweimal umgebaut, insgesamt glaube ich 7-mal umgebaut. Ja, es waren 6 verschiedene Szenarien und dann einmal am Anfang das Szenario und dann am Ende sind wir nochmal zum ersten Szenario zurück wegen der Hoodie-Farben. Da konnte ich ja schlecht irgendwie am Anfang mit Hoodie-Farben rumschmeißen und dann war alles voller Hoodie-Farben gewesen. Das habe ich am Ende gemacht. Genau, das hat dann eine Woche gedauert und dann nochmal 5 Tage zum Schneiden. Und dann stand das Musikvideo. Aus eigener Erfahrung weiß ich, 5 Tage Schnitt für ein Musikvideo, hart. Das war anstrengend, ey. Ich habe an einem Tag das Color Grading gemacht. Hab morgens um 10 angefangen und ich bin nicht aufgestanden. Ich war weder auf Klo, hab weder gegessen.
abends um 1 Uhr nachts oder bis 2 Uhr nachts habe ich durchgecolorgradet. Hab nichts zwischendurch gemacht. Aber ihr hattet auf jeden Fall auch bei dem Dreh ordentlich viel Spaß, wie man das auch sehen konnte bei euch oder bei dir bei TikTok. Was haben denn deine Freunde anfangs gesagt, als du mit der Idee um die Ecke kamst, hier pass auf, wir machen hier im Keller der Kirche ein Musikvideo für meinen neuen Song? Naja, die waren auf jeden Fall supportive, ne? Also es war wirklich so, dass alle gesagt haben, ja, machen wir, vor allem, weil sie auch Zeit hatten wegen Corona, sind ja alles, die im Musikvideo zu sehen sind, das sind auch Darsteller, die jetzt auch wegen Corona keinen Job haben, die waren alle supportive, aber ich weiß, dass am Anfang auch einige, gerade weil der Song so ist, wie er ist, gesagt haben, ja komm, das ist ein Jendrik-Ding, das ist ein Jendrik-Song. Der ist schon sehr speziell. Was bedeutet denn der ESC eigentlich für dich? Ich meine, es ist ja immer der größte Musikwettbewerb der Welt und du bist jetzt dabei und vertrittst 83 Millionen Menschen. Ja, lol, ey, geil. Scheiße. Okay, ja, stimmt, habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. 83 Millionen Leute vertrete ich. Witzig. Okay, ja, go on. Ja, also wie ich mich damit fühle, ich find's witzig. Was bedeutet der ESC für mich? Das hast du gefragt, genau. Also genau. Ich finde, beim ESC geht's an allererster Stelle, wurde der kreiert, um zusammenzukommen, um Musik zu feiern und die verschiedenen Kulturen zu feiern und sich kennenzulernen und verschiedene Musik kennenzulernen und einfach gegenseitig zu sagen, geil Musik, wir machen einfach ein schönes Event und haben zusammen Spaß und Freude an der Musik und erleben alle möglichen Emotionen von happy bis zu traurig. So, und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen, was ich jetzt so mitbekomme, so ein bisschen auch manchmal untergeht, dass so viele halt nur noch diese Competition im Vordergrund sehen und sagen, ah, das Lied funktioniert nicht, ah, scheiße. Und ich glaube auch, häufig werden Songs dementsprechend kreiert, also werden nur noch kreiert, um der Competition zu dienen, um einen guten Platz zu machen, anstatt einfach zu sagen, ich mache das, was ich will. Und es gibt von dir auch eine Dokumentation, wo so dein Werdegang ein bisschen beschrieben wird. Gab es auch eine Szene, wo ihr in der Halle wart und habt da schon mal die ESC-Bühne abgesteckt und schon mal geguckt, wie groß ist die überhaupt, wie könnt ihr dort tanzen und so weiter und so fort. Dein Eindruck, wie groß wird die Bühne? Es ist massiv. Leute, ey, das ist eine dicke, dicke Bühne, also wirklich. Was tatsächlich jetzt mir bewusst geworden ist, nachdem ich auf dieser Bühne stand, ist, dass wir uns noch mehr auf uns konzentrieren müssen, dass wir zu viel, ich meine, wenn man das erste Mal zum ESC geht, dann sagt man, ja, ich will alles haben, ich will große Leinwand und ich will viele Effekte. Und was wir jetzt durch diesen Luxus, dass wir das Backup-Video gedreht haben und gesehen haben, können wir jetzt sagen, oh, Moment mal, das war vielleicht ein bisschen zu viel, vielleicht sollte es mehr um Jendrik und seine Crew auf der Bühne gehen. Deswegen werden wir jetzt bis Rotterdam das noch ein bisschen zurückfahren. Jetzt hat man ja mit seinem Song, den man im ESC präsentiert, bestensfalls auch immer noch eine Botschaft mit drin, die man auch in die Nation international raustragen möchte. Welche Veränderung wünschst du dir denn, oder welche gesellschaftliche Veränderung wünschst du dir denn durch deinen Song? Ich glaube, mir geht es gar nicht eher darum, dass man nicht mehr Hass spüren sollte. Es geht eher darum, dass man auf Hass nicht reagieren sollte mit negativen Gefühlen. Weil ich kriege so häufig mit, wenn jetzt mir Leute schreiben, ich habe jetzt Videos gepostet, wo ich dann über den Hass, über die Hasskommentare anspreche und so. Wenn dann Leute mir schreiben, boah, wer ist das? Ich will ihn schlagen. Oder boah, ich hasse diese Person. Dann denke ich, nee, das ist ja nicht der Sinn dahinter. Der Sinn dahinter ist, dass wenn jemand kacke zu dir ist, dass du dann trotzdem respektvoll bleibst. Also du hast ja deinen Song veröffentlicht und darauf gab es, also er hat sehr polarisiert. Es gab ganz viele Leute, mich mit eingeschlossen, die gedacht haben, oh, mega geiler Song, der hat Ohrwurmpotenzial. Und viele haben halt gesagt, oh, was ist das denn? Das ist ja total dumm. Wie gehst du denn damit um? Ich glaube, wie gehe ich damit um? Das wusste ich. Also ich wurde darauf hingewiesen, dass es krass polarisieren wird. Ich bin mir klar, dass es krass polarisieren wird und mir ist auch immer noch klar, dass es krass polarisiert. Dementsprechend, ja, ich nehme es einfach hin. Ne? Ich bin ganz froh, dass es mehr Likes hat als Dislikes auf YouTube. Das muss ich ehrlich zugeben. Da bin ich ganz froh drüber, dass da noch mehr Leute sagen, nee, mir gefällt's. Welche Verbindung hast du zum ESC auch in deiner Kindheit? Hast du das immer regelmäßig geguckt oder warst du eher so einer, der dann auch das erst mit jugendlichem Alter dann erst geschaut hat? Wie war das bei dir? Nee, wir haben es als Familie immer geguckt.
Wir haben es, also manchmal waren wir im Urlaub, weil es in Hamburg häufig in die Maiferien fällt. Aber trotzdem haben wir es, wenn wir es gucken konnten, geguckt und haben auch häufig dann am nächsten Tag nachgelesen. Wenn wir es nicht gucken konnten, immer gelesen, wer hat gewonnen, wer wurde, wo ich erplatzt. Also das war tatsächlich schon so ein bisschen Tradition meiner Familie, dass wir es geguckt haben. Also richtig größer wurde dann die Interesse natürlich als Jugendlicher, als dann auch im Studium ein Freund von mir immer diese dicken Partys gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal habe ich schon mal erzählt, aber kann ich auch immer wieder gerne erzählen, wo wir dann pro Land Shots hatten, also für Russland Wodka, für Griechenland Ouzo und so. Und da war der Hype dann für den ESC natürlich noch größer. Und da habe ich dann auch irgendwann gesagt, Leute, irgendwann stehe ich da auf der Bühne. Und voilà, ich gehe hin. Jetzt ist es soweit. Also jetzt noch nicht, aber bald ist es soweit. Ich glaube, da hast du gute Voraussetzungen, weil ich habe mir so gedacht, naja, lass uns mal mit den Jendrik so ein kleines ESC-Emoji-Ratespiel-Quiz spielen. Das ESC-Emoji-Ratespiel-Quiz-Spiel. Pass auf, jetzt kommt's. Also, ich habe fünf Lieder als Emojis. Okay. Wir fangen erstmal eigentlich sind alle nicht so schwer. Fangen wir erstmal mit den ersten an. Ich halte das mal so ein bisschen in die Kamera. Vorsicht, guck mal, siehst du das? Ja. Ein bisschen Frieden, ein bisschen mit der Gitarre. 80er ja. Jahre. Das war nicht 80, waren es 80er? Ich weiß nicht. Vom 82. Ja. 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 Und das war, weißt du noch, die das gesungen hat? Oh Gott, jetzt fällt mir der Name. Unsere Deutsche. Ja. Oh Gott, wie peinlich. Ich weiß es eigentlich. Jetzt ist es nicht im Kopf. Ja, du hast auf jeden Fall, du hast ja das Lied schon erraten. Es war Nicole. Nicole. Sorry. Oh mein, eigentlich habe ich es. Aber du hast den Punkt. Du hast auf jeden Fall den Punkt. Du hast ja gleich... Unangenehm. Namen sowieso. Schlecht bei mir. Ich habe auch Namenprobleme. Ich kann auch Namen. Das ist schrecklich. Furchtbar. Aber eigentlich Nicole ist ja eigentlich... Habe ich... Ach, peinlich. Ja. Oh Gott, peinlich. Egal, passiert. Ja, auf jeden Fall, also jetzt denke ich, das nächste, was kommt, das wirst du definitiv erraten. Auf jeden Fall spätestens beim letzten Emoji. Satellite von Lena. Richtig. Sehr gut ausgewählt, das Emoji. Das ist sehr eindeutig. Jetzt kommt ein bisschen was Schwierigeres. Okay. Aber vielleicht kriegst du es hin. Also ich hätte es vielleicht nicht erkannt, aber guck mal. Ist der Schnäuzer richtig? Ist es A, also Kiss, Love, Love oder Love, Kiss, Bang, Bang? Das hier soll Gildo Horn sein. Ah, okay. Und dann, weißt du, wie es heißt? Ja. Gildo hat euch lieb. Genau. Aber da gibt es was anderes noch. Hier, heißt es nicht Kiss, Kiss, Bang, Bang oder so? Ich weiß nicht. Also Kiss, Kiss, Bang, Bang, weiß ich nur, heißt eine Disco in Leipzig. Kommen wir nochmal zu einem weiteren Quiz. Okay, zwei Tänzer, die lächeln. Die, okay, oh Gott, Why are you not smiling? No. Also ich kann dir mal einen kleinen Tipp geben. Ja. Derjenige, der das gesungen hat, hat auch Lena entdeckt. Oh, warte, harte Dude da. Richtig, von Stefan Raab. Ja. Und jetzt das Letzte. Yes. Das, ein Pfeil auf die Welt. Also, dass die Frauen machen was auf die Welt. Also... Die Frauen machen was auf der Welt. Happy International Women's Day. Warte. Women... Also das ist sowas wie Frau Merkel. Also die Frauen. Aber du meinst jetzt nicht die Sisters, ne? Nee. Nee, ist aber nicht Brücken. Nee, okay, never mind. Nee, ich hab keine Ahnung. Okay, Frauen regieren die Welt von Roger Cicero. Das war aber, das wusste ich noch nicht. Aber der war nicht mit Deutschland angetreten, oder? Weiß ich nicht. Ja, also ich sag mal, hast du dich solide durchgeschlagen? War jetzt nicht ein Totalaussetzer, es war okay. Es war kein Totalaussetzer, es war okay. Ich war jetzt kein Hyperfan, ich war auch kein normaler Fan, ich war Allgemeinwisser. Genau, Allgemeinwisser. Und wenn ein bisschen, also ich hätte vielleicht nicht, ich hätte mich wahrscheinlich schlechter getan, aber ich
Also bei Wada hatte du da, sorry, die Emojis gingen gar nicht klar. Wir sind schon gleich am Ende mit unserem schönen Gespräch, leider. Wir waren auch der Meinung, dass eigentlich so zum Abschluss eines Interviews mit einem ESC-Teilnehmer sollte der ESC-Teilnehmer vielleicht so mal die erste Zeile seines Liedes a cappella vortragen. A cappella oder mit Ukulele? Wenn du eine Ukulele hast, wenn die griffbereit ist, dann kannst du gerne die auch nehmen. Tatsächlich ständig hier auf dem Esstisch, deswegen ist die jetzt hier. Also es ist aber die Weise, eine kleine Weise. Okay. Dann spiele ich den Refrain in der schnellen Version oder in der langsamen Version? Wie du möchtest. Warte, ich mache mal hier die Kamera. So. Ja, wunderbar. I don't feel hate, I just feel sorry. You feel so very clever whenever you find another way to wear me down. But I don't feel hate, I just feel sorry. So you can wiggle with the middle finger, it'll never wiggle back to you. Cause I don't feel hate. Hey. Super! Also, ich würde jetzt sagen, 12 points go to Germany! Hey, leider müssen wir als Deutsche nicht abstimmen. Ich weiß, aber ich... Leider, ich finde es eigentlich ganz gut. Ich würde dir trotzdem, dass das so meine Punktzahl gerne dir mitteilen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, wunderbar. Also, Jendrik, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein bisschen. Toll. Und wir wünschen dir natürlich alle, dass du möglichst weit vorne landest. Wenn nicht sogar der Gewinner des ESC und dann nächstes Jahr den ESC nach Deutschland holt, so ein bisschen als Genugtuung zwecks Corona. Ich glaube, da werden alle Leute voll drauf feiern. Also, Jendrik, vielen Dank und hab noch eine super tolle Zeit. Dankeschön. Oder wie du in deinem Song sagst, ein nices, derbe, nee, wie sagst du das? Ich habe es verkackt. Ein derbe nices Leben, genau. Also, bis dann und bleib gesund und viel, viel Erfolg. Dankeschön, danke sehr. Ja, und das war's. Unser Querformat ESC Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein kleines Ohrwurm. I don't feel hate. Ja, ich hab's auf jeden Fall und hier sehen wir uns dann wieder in 2 Wochen mit einem anderen spannenden Thema hier auf diesem Kanal wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Kanal. Und like das Video und natürlich teilen, teilen, teilen. Ja, das war's. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Und ich sage, bye und tschüss.